Vor genau 30 Jahren hat die NASA mit einer Weltraumsonde bewiesen, dass es auf der Erde intelligentes Leben gibt. Ich glaube, die sollten mal wieder hochfliegen und checken, ob das immer noch der Fall ist. Ich habe da inzwischen so meine Zweifel. Und ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob wir das mit der Demokratie wirklich noch wollen. Weil für viele ist Demokratie doch inzwischen wie Corona. Immer noch da, aber irgendwie auch wurscht. Alle wollen jetzt die einfachen Lösungen. Und dann können wir uns das so mit der Demokratie gleich sparen. Dann doch lieber direkt in die Diktatur. Die vereinfacht doch auch das Zusammenleben. Kein Stress mehr mit komplexen Sachverhalten. Und es gibt nur noch einen, der sagt, wie es läuft. Und Riesenvorteil, wenn es schief geht, wissen alle, wer schuld ist. Das gute alte deutsche Mantra. Wir haben von nichts gewusst. Und die AfD hat das Potenzial längst erkannt. Die sind ja dieses Jahr 10 Jahre alt geworden. Ja. Es ist noch nicht ganz das 1000-jährige Reich, aber sie arbeiten dran. Zur Feier des Tages gab es da Bienenstich. Also zumindest für Tino Chrupalla. Ja. Die haben doch allen Ernstes ihr Jubiläum in Königstein im Haus der Begegnung gefeiert. Ein Haufen Rechtsradikaler mit dem Slogan Unser Land zuerst trifft sich im Haus der Begegnung. In Köln gibt es für sowas normalerweise einen Tusch. Das ist so, als ob der Kuckucksklan beim Karneval der Kulturen mitmarschiert. Und die AfD... Und die AfD gibt doch längst zu, dass sie die Demokratie mit den Mitteln der Demokratie abschaffen will. Ist ja kein Geheimnis mehr. Maximilian Krah, der AfD-TikToker mit der Adolf-Hitler-Gedächtnisfrisur, will als Spitzenkandidat ins Europaparlament, um die EU aufzulösen. Richtig, der Mann bewirbt sich um einen Job, den er anschließend höchstpersönlich vernichten will. Die Demokratie macht's möglich. Und wir gucken zu. Nächstes Jahr sind in Sachsen, Brandenburg und Thüringen Landtagswahlen. Und in allen 3 Bundesländern steht die AfD aktuell auf Platz 1. Großartig! In Thüringen mit Bernd Höcke. Ein Mann, der redet, als ob er zu lange auf Eiche Rustikal gestarrt hat. Der Höcke. Der Höcke sagt so Sätze wie: Das große Problem ist, dass Hitler als absolut böse dargestellt wird. Aber wir alle wissen natürlich, dass es in der Geschichte kein Schwarz und kein Weiß gibt. Richtig. Also gerade die musikalische Seite von Hitler wird viel zu oft verschwiegen. Also wenn der Panflöte gespielt hat, das war Urlaub für die Ohren. Der Satz vom Höcke war vor ein paar Jahren noch das Ende einer politischen Laufbahn. Inzwischen ist diese Sprache völlig normal und den Wählern der AfD scheißegal. Die werden wir auch nicht mehr zurückholen. Die werden erst grübeln, wenn die AfD ihnen den Job zerstört, das Land isoliert und Reichskanzler Höcke im Bunker von der Weltherrschaft faselt, während er Panzerschokolade lutscht. Der Rechtspopulismus lebt vom tiefen Misstrauen gegenüber der Demokratie, das Versprechen, jeden gesellschaftlichen Fortschritt zu stoppen und zurück in die Vergangenheit zu fliehen. Eine Welt ohne Gendern, ohne Klimawandel, ohne Migranten, ohne LGBTQ+-Community, ohne dieses dusselige Frauenzeugs. Selbst Alice Weidel sagt: Ich bin nicht queer, sondern ich bin mit einer Frau verheiratet, die ich seit 20 Jahren kenne. Ja, und ich bin nicht heterosexuell, sondern ich wache aus mir völlig unerklärlichen Gründen seit 20 Jahren neben meiner Frau auf. Ich verstehe das selber nicht. Es ist mir ein völliges Rätsel. Was ist das für eine Sprache? Es ist ja inzwischen auch völlig selbstverständlich, dass Konservative mit braunen Parolen auf Wählerfang gehen. Das ist ein historischer Tiefpunkt. Friedrich Merz, der einen verbalen Querschläger nach dem anderen raushaut. Nach seinem Dentalausflug muss man sich ja langsam fragen, ob Karies auch das Hirn befallen kann.
Leute, was der veranstaltet, hat doch nichts mit konservativ zu tun. Bei dem hat auch der Wunsch nach der einfachen Lösung über die Komplexität der Realität gewonnen. Und in Bayern haben beide Parteien rechts der CSU fast die gleichen Prozente geholt wie die CSU selbst. Glückwunsch, Söder! Ne, aber der bayerische Laberkäse behauptet fest, dass die Grünen ein Sicherheitsrisiko für dieses Land sind. Ja, du kriegst den Söder vielleicht aus dem Bierzelt, aber du kriegst niemals das Bierzelt aus Markus Söder. Niemand. Niemand hat die AfD durch menschenfeindliche Sprache so normalisiert wie Friedrich Merz und Markus Söder. Und die AfD freut sich. Und die AfD freut sich. Der TikTok-Kra sagt ja selber, dass der Weg zur Macht über die Zerstörung der CDU führt. Und niemand gibt sich dabei so viel Mühe wie Merz und Söder. Unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit betreibt die AfD eine strategische Verrohung der Sprache und macht den Weg für Taten frei. Und da ist der Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke nur ein Beispiel. Der politische und gesellschaftliche und menschliche Schaden, den sie anrichten, der ist ihnen nicht nur scheißegal, sondern er ist erklärtes Ziel. Es geht einzig und allein um die Spaltung der Gesellschaft, die Delegitimierung staatlicher Institutionen und den Umbau der Demokratie. Im Moment sind sie so erfolgreich wie nie. Wir schauen tatenlos zu, wie die Demokratie bekämpft wird. Wir sollten uns schämen. Genießen Sie den Klimawandel. Oh, hallo. Wenn ihr mehr von den Mitternachtsspitzen sehen wollt, dann abonniert den Kanal oder klick hier oder da oder hier oder... Ihr wisst schon.